Im Oktober 2010 änderte sich das Leben für Anna-Maria Zimmermann für immer. Der Schlagerstar war mit dem Hubschrauber auf dem Weg zu einem Auftritt, als die Maschine plötzlich abstürzte. Die Sängerin überlebte den Unfall schwer verletzt. Nach vielen OPs und mehreren Wochen im Krankenhaus kämpfte sie sich zurück ins Leben. "Ich habe Ewigkeiten damit gehadert, warum mir dieser Scheiß passieren musste", erzählt Anna-Maria Zimmermann im Interview mit web.de. "Wie jeder andere Mensch auch musste ich in meinem Leben oft kämpfen und mich mit Ungerechtigkeiten auseinandersetzen." Dabei verrät Anna-Maria Zimmermann, dass sie 35 Narben am Körper hat. Es gibt nicht ein Körperteil, an dem nicht herumgeschnitten oder geschraubt worden ist. Diese Tatsache hat die Sängerin mittlerweile akzeptiert. "Aber heute bin ich vollkommen fein damit", sagt sie. "Es war ein langer Prozess.